Ja, doch, hier müssen wir rum. Sind wir hier echt schon da? Dann war es ja doch nicht so ein langer Weg. Mach die Skiller platt! Wir sind tatsächlich schon da. Wartet mal. Ich speichere einmal hier draußen, weil ich erinnere mich noch an das eine Unglück. Bevor ich den ganzen Spaß nochmal hier hinlatschen darf, machen wir das mal sicherheitshalber. So, Items brauche ich nicht kaufen. Ich bin noch ausgestattet, weil ich im letzten Dungeon zum Glück nichts großartig gebraucht habe. So, auf geht's. Ich hörte die Befehle. Also, wo wollt ihr hin? Einmal bitte zur einsamen Insel im Südosten. Oh nee. Oh nee. Das sind natürlich diese bösen Gegner. Gut, Ilia ist schon mal Stein. Wirklich gut ist es nicht, aber... Das ändern wir noch schnell. Das hättest du jetzt nicht machen müssen, Joshua, aber ja gut. Ah, jetzt können wir hier wirklich was machen. Glaubst du wirklich, dass sich der Eingang zur Dämonenwelt an einem Ort wie diesem befindet? Ronix, öffnen wir das Tor. Alles klar. Sesam, öffne dich. Wir wollen da rein. Dort ist nichts, das einem Angst machen könnte. Reiß dich zusammen. Es ist ein schwarzes Loch, also ich hätte davor auch Angst. Ich habe keine Angst. Es ist nur... Na gut, du hast recht. Gehen wir, wenn wir damit alle retten können. Gehen wir, Leute. Hinein ins schwarze Loch. Okay, Max, dann frohes Duschen, guten Appetit und bis später dann. wir sind jetzt wirklich in der Dämonenwelt. Zurück? Nö? Oha. Wir sind jetzt so weit gekommen und der Max kriegt das Finale nicht mal mit. Aber was? Crimson Shield. Ich lasse euch nicht vorbei. Ihr habt meine Eltern umgebracht. Ihr wart derjenige, der mir alles entrissen hat. Ich hätte nie gedacht, euch in einen Ort wie diesen zu finden. Auf diesen Moment warte ich schon eine lange, lange Zeit. Wir stehen hinter dir, Marvel. Danke. Ja, dass ich nicht lache. Jetzt werde ich euch töten. Das werden wir ja noch sehen. Komm her, Crimson Shield. Warum hilft ihr mir hier wieder nicht? Zumindest Joshua ist dabei. Auch wenn das nicht viel bringt. Aber ich merke schon, Crimson Shield hat nicht wirklich viel drauf, ne? Ich schaff das auch ohne euch. Wer braucht schon Teamkameraden, wenn man das in den Alleingang schafft? Ja, der null Chance. Und so einer hat wirklich die Eltern von Marvel auf dem Gewissen? Frag mich, wie er das geschafft hat. Ja, weg ist er.
Das war jetzt echt keine Herausforderung. Sind wir mal ehrlich. Haben wir es geschafft? Ja, Marvel. Wir haben ihn endlich besiegt. Nee, er steht noch. Es ist noch nicht vorbei. Wartet. Ich danke euch, dass ihr mich von meinem Fluch befreit habt. Danken? Macht euch darüber keine Gedanken. Astral ist in schrecklicher Gefahr. Wieso? Los, Beeilung! Mein Schatten sucht nach dem klingenlosen Schwert, das ich von Rias nahm, bekam. Klingenloses Schwert? Warum sollten wir wegen sowas nach Astral gehen? War das nicht ein schicker Wandschmuck oder so? Wie dem auch sei, wir dürfen die Warnung nicht ignorieren. Wir sollten sofort zurück. Du meinst zurück nach Astral? Jetzt? Meinst du, dass wir es rechtzeitig schaffen? Wenn wir fliegen könnten, ja. Können wir nicht dafür das Auge der Wahrheit benutzen? Es kann doch Tore zwischen Orten öffnen, nicht wahr? Es wäre ein Versuch wert. Ach so, also können wir es einfach so einfach? Aber warum hat er uns gewarnt? War er nicht unser Feind? Oh oh. Ach so, eine Rückblende. Gib es mir leise herüber. Für dich ist es nicht mehr als ein Spielzeug. Ah, okay, jetzt kommen wir doch hin. Es gibt einen zweiten Crimson Shield. Was zum? Wir werden dich nicht mit deinen Plänen davonkommen lassen. Ich bin der wahre Crimson Shield. Ach ja? Okay. Gucken wir mal, ob du jetzt mehr drauf hast. Oder ob du immer noch so schwach bist wie vorher. Du warst quasi so eine Art Double, mit dem wir einfach mal, ja, in die Irre geführt wurden vorhin. Aber der kann trotzdem nicht viel drauf. Und sowas nennt sich Crimson Shield? Und du warst einer, der wirklich viele auf den Gewissen hat? Ich brauche nicht mal wirklich die Hilfe meiner Kameraden. Die stehen einfach nur da und gucken zu, wie ich dich hier alleine platt mache. Schämen solltest du dich, wenn du aus der Dämonenwelt stammst. Ich hoffe, euer König hat mehr drauf. Weg ist er. Der macht auf jeden Fall kein Unheil mehr. Das ist wahrscheinlich das, hinter dem er her war. Was für ein Gegenstand kann dort in etwa wie dieser sein? Es ist wirklich nur ein Handgriff. Darf ich ihn mir mal anschauen? Ein Laserschwert. Ein Laserschwert. Und auch noch ein solch mächtiges. Ich habe noch nie eins wie dieses gesehen, selbst nicht in der Föderation. Dies könnte ein Trumpf gegen Asmodeus sein. Ja, die werden mit Sicherheit davor zurückschrecken. Zweimal Machtschwert erhalten. Möge die Macht mit uns sein. Okay, Fia hat das ausgerüstet. Noch irgendwer, wer es tragen kann? Ich glaube, von den anderen nicht, ne? Wird halt nur mit der Level 16 4 ein bisschen mühselig, aber gut. So. Speichern kann ich hier nicht. Na gut, egal. Nochmal in die Dämonenwelt rein. Dämonen, wir kommen! Jetzt aber wirklich!
Alraune und Killerhase? Na, Killerhäschen? Kannst du irgendwas Brutales noch? Sieht nicht so aus. Ich finde den Killerhasen vom Design aber ziemlich cool. Hat irgendwie was. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo wir hier jetzt lang müssen. So eine Dämonenwelt kann schon riesig sein. Tja, weggebebt. Na, ah, nette Schätze. Na, wieder mal nur Fragezeichen Kraut. Der nächste Killerhase, der dran glauben muss. Wirklich killermäßig seid ihr aber nicht drauf unterwegs. Na, hier geht's weiter. Ach nö. Na gut, Mini-Teufel. Sind es nicht so schlimm. Solange Joshua nicht aus Versehen Blizzard einsetzt. Und das bei denen genauso wirkt. Okay, Donner ist in Ordnung. So weit, so gut. Ich finde aber, die Dämonen sind jetzt nicht so schlimm, wie ich jetzt für eine Dämonenwelt erwartet habe. Da habe ich echt erwartet, die haben mehr drauf und sind brutaler. Selbst Crimson Shield hatte nicht mal was drauf, ne? Der ja auch aus dieser Dämonenwelt kommt. Nur zwei Alraunen und ein Mini-Teufel. Die lassen wir alt aussehen. So. Ach, hier ist nur eine Truhe. Orikalkos, okay. Jetzt sind wir sogar bei Yu-Gi-Oh! Gelandet. Habe ich gerade gefragt, von wem war der Angriff? Aber ich glaube, der war gegen uns gerichtet. Ach nö. Ich würde mal sagen, er greift die Flucht. Bevor ihr auch noch gelähmt werdet. Los, Sayus, lauf! Ich glaube, wir werden sterben. Nee, doch nicht. Wir haben es noch überlebt, so halbwegs. Aber auf was für Kosten? Gut, das war's mit der Paralyse. Aber ich habe immerhin noch Likör dabei.
Von daher, ausgestattet bin ich noch. Und da sagte ich vorhin noch, ne, dass diese Dämonen nicht so übel sind. Bei den Mini-Teufeln sollte man doch ein bisschen vorsichtig sein. Zumindest wenn es zu viele von denen sind. Na komm. Bin ich ernsthaft vergiftet? Gut, ich kriege hier alle Art von Statusveränderungen, wie ich es schon sehe. Das schmeckt mir gar nicht. Dann speichern wir erstmal hier soweit. Eieiei, was ist das denn für ein Teil? Was ist das? Was ist das? Dieses Gebäude sieht sehr nach Hightech aus. Ist Asmodeus da drin? Es ist ganz schön seltsam, so etwas wie das hier ausgerechnet in der Dämonenwelt zu finden. Ja, definitiv. Raum- und Zeitlabor. Ach je, das sind diese Versteinerungsbestien. Die werden hier produziert. Was zur Hölle ist das? Das ist diese Versteinerungskreatur. Die haben wir schon getroffen. Ich hoffe, die sind hier nicht drin. Also in diesem Gebiet jetzt. Hier sind noch ein paar dieser abscheulichen Prachtexemplare. Was meint ihr, wofür das alles gut ist? Ich habe viele der Monster schon mal gesehen. Immerhin er erkennt sie. Die leben ja! Was hast du denn erwartet, Millie? Ich denke mal, hier werden sie alle produziert. Konterpuppe erhalten. Ach du Scheiße. Otis! Ich hoffe mal, ihr könnt nicht auch sowas wie versteinern. Wenn doch, dann habe ich ein großes Problem. Wenn sie so sind, dann sind sie nicht so schrecklich. Kann ich hier durch? Nee, ne? Wir müssen da oben lang rum. Und so. Das hier nehme ich noch mit. Schwarzbeere. Ja gut, habe ich zu viel von. Das Growling des Textes hat sich übrigens auch schon wieder verändert. Schon das zweite Mal, dass dieser Bug auftaucht. Oh oh. Gut. Keiner von denen Schnee- oder Eisresistent. Dafür aber dagegen. Die absorbiert einfach mal Laserstrahlen. Nun gut. Dora the Explorer ist hier. Ich finde aber so an sich sieht das Gebiet schon ähnlich aus wie halt im Inneren des Heiligtums. Ja.
Vielleicht haben die ja dieselbe Technologie benutzt. Möglich ist alles. Oh oh. Na, nur drei Doras. Jetzt hat sich's ausgedorert. Oh je. Gehen wir mal weiter runter. Ah, Sackgasse. Noch mehr Sackgassen. Ich würde fast sagen, hier kann ich noch nichts machen. Wie sieht's links aus? Na, zwei Truhen. Zwei Kampfkostüme. Für Ilia. Okay. Und süßen Saft.